Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu Donkey Kong Country Returns und dem goldenen Tempel. Einer geheimen Welt, beziehungsweise es ist keine ganze Welt, es ist ein Level, welches wir freigeschalten haben, dadurch, dass wir alle K-Level geschafft haben. Und im letzten Part haben wir den Tiki-Boss besiegt und jetzt geht's ab in den goldenen Tempel. Und wir lassen uns überraschen, was wir hier finden werden. Auf jeden Fall gibt es nochmal Puzzleteile zu sammeln und ich habe als Kind das Level ziemlich schwierig in Erinnerung gehabt. Deswegen müssen wir mal schauen, wie das jetzt ist, beziehungsweise wie das jetzt wird. So, wir setzen unsere 8 Kugeln ein, die wir ja bekommen haben. Und damit öffnet sich die Tür des goldenen Tempels. Und eine Riesenbanane wartet auf uns. Ja, da freuen sich doch die beiden Affen. Und in dem Level ist es auf jeden Fall ratsam, Diddy zu haben. Weil hier kann man ganz schnell in den Abgrund fallen. Und ja, dann ist das natürlich nicht so gut, wenn man in den Abgrund fallen. Und durch diese Banane werden wir jetzt in das allerletzte Level hier in Donkey Kong Country Returns geportet. Okay, also hier gibt es schwebende Erdbeeren und schwebende Bananen und auch alle möglichen anderen Früchte noch. Und dort unten sehe ich doch schon wieder was. So, auch eine neue Art von Gegnern werden wir hier finden. Erstmal nehmen wir das Puzzleteil mit. So, du schießt. Ja, komm. Da brauche ich jetzt nicht springen. Sehr gut. Und an irgendeiner Stelle gibt es, glaube ich, auch... Muss man auch alle Bananen einsammeln. Das habe ich natürlich jetzt schon verpasst. Also wie gesagt, die Tikis, die sich da porten, sind neu. Und diese Kollegen hier sind auch neu. Diese... Tja, was sind denn das? Bin mir nicht ganz so sicher. So. Okay. Einmal schön hier drüber. Ich glaube, die Bananen braucht man noch nicht einsammeln. Aber dort oben ist, wenn mich nicht alles täuscht, ein Puzzleteil. So, deswegen werden wir gleich mal hier hochgehen, bevor wir da unten weitergehen. Jawohl, sehr gut. Okay. Da haben wir noch einen Gegner. 3, geht's. Okay, was macht ihr? Komm mal her. Ja. Weg mit dir. Ich hätte noch mal ein Herz gegeben. Okay. Und ich glaube, hier ist so eine Stelle, wo man alle Bananen einsammeln muss, um ein weiteres Puzzleteil zu bekommen. Ich weiß nicht, ob man hier eine bestimmte Zeit hat, hier alle Bananen einzusammeln. Ah, sieht nicht so aus. Okay, wir haben 3 von 5 Puzzleteilen. Und hier wird es jetzt ein bisschen schwieriger. Was machst denn du da? Ah, hier ist nur eine Münze drin. Okay, ich glaube aber, dass man da nicht runterfallen darf. Okay, wir haben Diddy verloren. Das ist natürlich nicht so toll. Ich würde mir am liebsten Diddy jetzt wiederholen, weil ohne Diddy ist dieses Level echt bockschwer. Ich werde es mal probieren mit Donkey Kong, aber ich glaube nicht, dass ich das hinbekommen werde. Deswegen
werde ich mal schauen. Dass ich mir hier auf jeden Fall wieder Didi hole. Da werden wir halt nochmal in ein anderes Level gehen. Und schauen, dass wir uns Didi holen. So, das dort oben hatten wir ja Gott sei Dank schon. So, warte mal. So, hat mich nicht getroffen. Jetzt muss ich natürlich hier warten, bis dieser Tiki da weg ist. So. Hier kommen ja die beiden. So, komm mal her. Weg mit dir. War ja halt nur ein Herz drinnen, ne? So, das Puzzleteil haben wir auch. Und jetzt kommt halt die Stelle, die nicht so berauschend ist hier mit Donkey Kong. Bah, da habe ich nämlich schon ein Herz. So, vielleicht habe ich ja Glück und hier gibt es nochmal ein Herzchen. Ah, ne, hier gibt es kein Herz. Ja, und da bin ich runtergefallen. Okay, gut. Also die Stelle ist wirklich ohne Didi richtig gemein. Und deswegen würde ich sagen, wir schauen mal, bevor wir hier noch weiter probieren, dass wir uns nochmal ein Didi holen. Da muss ich halt nur hoffen. Ja, ich muss halt nochmal alle... Puzzleteile holen. So, ich glaube, hier in dem zweiten Level gab es relativ schnell den Didi. Ich hoffe mal, ich sterbe jetzt da nicht. Ja, wir wollen ja noch ein bisschen Spaß haben. Wie gesagt, die letzte Folge wird es werden, weil dann haben wir nämlich alles geschafft. So, hier durch. Und da oben ist doch schon unser Didi. So, den haben wir. Ja, wie gesagt, das Problem ist jetzt, ich muss halt jetzt nochmal alle Puzzleteile holen, weil die wurden ja nicht gespeichert, weil wir das Level nicht geschafft haben. So, der goldene Tempel, jawohl, da wollen wir nochmal reingehen jetzt. Die Videosequenzen, die kennen wir ja alle, von daher brauchen wir uns die ja nicht nochmal anschauen. So, einmal durch hier. Die Kolonne müssen wir wahrscheinlich auch nicht nochmal einsetzen. Nein, müssen wir nicht. Die Banane würden sie jetzt nochmal holen. Okay, da sind wir wieder. So, dann gib uns nochmal die Puzzleteile hier. Wir haben ja mittlerweile... Drei Stück hatten wir ja gehabt, glaube ich. So, du bist weg. Wenn man schon ein bisschen kennt, ist das Level am Anfang gar nicht mehr so kompliziert. Die Stelle war ein bisschen tricky hier, ne? So. Dann müssen wir natürlich nochmal hier hoch das Puzzleteil holen. So, das haben wir jetzt auch bekommen. Sehr schön. Nee, nimm doch nicht meinen Didi weg. Ich glaube, hier war irgendwo ein Herzchen drin, ne? So, ich hoffe doch mal, dass hier ein Herz drin war. Ja, sehr gut. So. Die müssen wir alle nochmal einsammeln, weil hier gab es das... Nächste Puzzleteil, genau.
sind wir hier an der Stelle wieder. So, okay. Ich glaube, die Stelle hier war. War das die Stelle schon? Ich glaube, hier mussten wir Bananen einsammeln, ne? Ne, hier war es noch nicht. Okay. Aber ich glaube, das. Warte mal, war das hier? Ja, das. Ich glaube, das war hier. Hier hat man aber, glaube ich, relativ viel Zeit. Und die Gegner, die kommen auch nicht nochmal wieder. Zumindest nicht so schnell. So, schön, gemütlich. Ja, da ist Puzzleteil Nummer 4. So, weg mit dir. So. Sehr gut. So, ich weiß gar nicht, was jetzt ist. Okay, okay, okay. Das haben wir alles ganz gut hingekriegt. Ach, hier kommen die fliegenden Orangen. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, dass die einen nicht. Dass die einen nicht treffen, aber ich glaube, wir sind dann schon fast am Ziel. Ah, da hat sie mich nämlich erwischt. So, und hier kommen Bananen. Muss man drüber, 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 kurz warten, Puzzleteil einsammeln und dann sind wir, glaube ich, durch. Aber ab schnell hier rein. Dann bewegen wir das Rad hier. Und dann sollten wir am Ziel sein. Und was bekommen wir? Wir bekommen einen goldenen Spiegel. Welt geschafft. Einen goldenen Bananenspiegel. Was macht dieser goldene Bananenspiegel? Du kannst nun jeden beliebigen Level im Spiegelmodus spielen. Dabei wird Donkey Kong nicht von seinem Kumpel Diddy Kong unterstützt und kann auch keine Items aus dem Inventar verwenden. Um das Ganze noch etwas schwieriger zu machen, hat er nur ein Herz. Viel Glück! Sehr gut. Okay, wir haben alles geschafft, was es in dem Spiel gibt. Es gibt noch einen Zeitmodus. Da werden wir mal gucken. Wir werden uns mal das erste Dschungellevel anschauen. 1-1 Dschungelfieber. Wir könnten auf Zeit spielen. Da sind diese zwei Lernfelder noch. Einmal auf Zeit und einmal im Spiegelmodus. Wir werden uns den Spiegelmodus im ersten Level anschauen. Im Spiegelmodus kannst du weder Diddy mitnehmen noch Items aus dem Inventar verwenden. Du musst sie zurücklassen, bekommst sie aber wieder, wenn du zur Karte zurückkehrst. Okay. Und der Spiegelmodus ist natürlich nochmal eine Herausforderung. Wie gesagt, wir haben nur ein Herz und naja, wir haben keinen Diddy und ihr seht schon, es läuft alles verkehrt rum ab. Das heißt, wir spielen die Welt nicht von links nach rechts, sondern von rechts nach links. Also im Prinzip gespiegelt. Das gibt einigen Leveln nochmal so richtig den Kick, aber ja, wir brauchen halt keine Puzzleteile und sowas mehr sammeln, weil wir haben ja die Level schon gespielt. Und ich werde euch das erste Level halt zeigen. Das erste Level werde ich euch auf jeden Fall zeigen, wie sich das verhält hier. Es ist auf jeden Fall was anderes. Hier oben war ja das erste Puzzleteil. Sehr gut. Vielleicht versuchen wir hier in dem ersten Level mal noch die Kongo-Starren zu sammeln. Aber im Großen und Ganzen werde ich halt nicht die Level nochmal im
im Spiegelmodus spielen. Weil, wie gesagt, ein Herz nur und ihr habt ja selber gesehen in dem LP, wie oft ich mich das ein oder andere Mal treffen lassen habe. Wir wollen natürlich jetzt nicht alles mitnehmen und da sind wir gestorben. Da sind wir gestorben und das ist halt das, was nicht zu prickeln. Ich möchte wenigstens ein Level im Spiegelmodus abschließen. Eigentlich brauchen wir ja auch nur... Eigentlich brauchen wir auch keine Kongo-Stamen und so sammeln. Wir müssen das Level halt nur schaffen. Das stimmt eigentlich, ja. Wir müssen uns ja eigentlich um gar nichts kümmern. Wir müssen uns ja eigentlich um gar nichts kümmern. Speicherfahne haben wir erreicht. Hier gibt es zwar jetzt ein Fass, was aber komplett sinnlos ist. Weil das Fass bringt uns gar nichts. Es ist zwar da, aber wir bekommen halt Didi nicht. Wir müssen alles alleine schaffen. Das ist halt doch nochmal eine Herausforderung. Und wie gesagt, diese Herausforderung, die werde ich mir nicht... Die werde ich mir natürlich nicht geben. Ich bin froh, wenn wir das Level jetzt nochmal durchspielen, das erste. Im Spiegelmodus, dann haben wir zumindest ein so ein Symbol bekommen. So, da sind wir schon, glaube ich, am Ziel, oder? Jawohl. Unser erstes Level, was wir im Spiegelmodus durchgespielt haben. Gefunden haben wir nichts, aber wir müssten jetzt eigentlich das Symbol haben, dass wir das Level im Spiegelmodus geschafft haben. Dann könnten wir uns theoretisch gesehen den Zeitmodus mal noch anschauen. So, haben wir jetzt? Ja, wir haben einmal Kongo-Stamm, Puzzleteile, Spiegelmodus und jetzt gehen wir noch einmal Spiel auf Zeit. Hier bekommen wir natürlich jetzt Didi und haben natürlich auch genug Herzen, müssen aber halt das Level in einer bestimmten Zeit schaffen. So. Und ihr seht schon, das ist jetzt auf jeden Fall... Ah, da hat es mich natürlich zerquetscht. Für Gold muss ich das in 57 Sekunden schaffen. Warte mal, wenn wir Didi mitnehmen, können wir ja eigentlich hier komplett durchgehen. Aber seht mal, in 57 Sekunden muss man das schaffen. Wir sind jetzt schon bei 46 Sekunden. Wir hätten jetzt noch 10 Sekunden, das Level durchzuspielen. So. Wir können jetzt hier natürlich mit einem Schlag durchrennen und haben wenigstens das die Silbermedaille geholt. Ja, 1,15 haben wir Silber bekommen. Kann ich mit leben. Wir haben es uns angeschaut und können jetzt dieses wunderschöne LP beenden. Ich kann ja noch mal schauen, wenn wir im Hauptmenü gehen, wie viel Prozent wir jetzt haben. Ich hoffe doch mal, dass wir wenigstens die 100% haben. Ja, hier haben wir alles. 1,15 steht auch die Zeit da. Dann würde ich sagen, Menü. Spiel beenden. Ja, ich möchte es beenden. Jetzt müssten wir eigentlich zum Hauptmenü gelangen. Und dann gucken wir hier nochmal rein. Donkey Kong Country Returns. Spielstand 101%. Ja, wir sind durch. Wir haben alles geschafft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir werden uns natürlich in Donkey Kong Country Tropical Freeze wiedersehen. Wann dieses LP kommen wird, weiß ich nicht.
ich denke mal, es wird auf jeden Fall eine Weile dauern, aber ihr hattet hoffentlich euren Spaß. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ich würde mich freuen und sag bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Basti, tschüssi.